Hallo Abenteurer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Odyssee im Auftrag des Königs. Ja, ihr werdet wohl weitersehen. Hier geht's weiter. Ich hoffe, ihr habt Spaß in der nächsten Folge, also in dieser meine ich. Ja, Dandolo, ist ja gut. So, pass auf, bevor wir hier an dem Strand hier uns weiter verlustieren, dann gehen wir noch mal hoch, weil wir müssen doch noch hier die Strickleiter suchen. Na, was machst du denn da hier wieder für Tänzchen? Komm. Oh. Hier, komm, ich zeig dir mal den Weg. Also, und dann gehen wir hier um die Ecke. Verstanden? Ja. Gut. Dann gucken wir nämlich, weil ich garantiert nichts holen kann bei den Orks. Und wir müssen ja noch nach Strickleiter suchen, die irgendwo im Schweben der Heilwurzel. Nein, die irgendwo hier, die Strickleiter irgendwo hier rumliegt. Kann auch sein, dass die hier irgendwie hier bei dem Schiffsskelett ist. Nein, es ist nicht. Gucken. Ist hier. Wir waren noch gar nicht hier im Weizenfeld, Dandolo. Schau mal. Noch so ein richtig schönes, naturbelassenes Weizenfeld. Und Feldrüben. Na, vielleicht können wir da noch was von kochen, was Leckeres. Wir haben ja leckere Rezepte. Und es dämmert schon. Du guckst ja in die richtige Richtung. Genau. Also, schau mal, so ist das gewesen. Weizen war manns hoch. Heutzutage alles nur künstlich, hybrid gezüchtet. Schrecklich. So hat man das gemacht. Damals im Mittelalter. Oh, hier steht ein Fuhrwagen. Oh, guck mal. Und da ist ja eine Strickleiter. Na komm, die habe ich doch eben gesehen. Da ist die Strickleiter. Ja, wo versteckt die sich? Vielleicht gibt es ja noch eine weitere Beschreibung. Strickleiter zum Stricken. Nein, zum... steht da nicht. Jip. Waren wir eigentlich schon hier in diesem Häuschen? Ich glaube ja, ne? Weil hier nämlich... Nee, waren wir nicht. Dandolo, die ist zu. Verschlossene Kiste mit Proviant. Was machen wir jetzt, Dandolo? Na, dann knack die doch. Okay, aber erstmal abspeichern. So, dann knacken wir mal. Also, oh, mal gucken hier. Also, soll ich dir mal was sagen? Weder links noch rechts funktionieren hier an der Tür nicht. Guck mal, ich gehe hier ran an die Tür, ich klicke links, kann ich wieder von vorne anfangen. Und rechts passiert auch nichts. Hast du das mitbekommen? Vielleicht muss ich ja die Kiste mit Proviant öffnen. Kann ja sein. Wo ist denn die Kiste mit Proviant? Die verschlossene Kiste mit Proviant. Da ist er. Die ist auch... Ach, hier sind unsere Blümchen übrigens. Die ist auch zu, die können wir auch nicht aufmachen. Ja, Verruzzi, Fixi, Türki. Oh, sorry. Ruzzi, Türken, sagt der Bayer, falls ich da jetzt noch Aufklärungsarbeit leisten muss, damit das nicht hier in den falschen Hals kommt. Ja. So, hier waren wir drin, Dandolo. Das war klar. Aber in irgendein Häuschen waren wir noch nicht. Und zwar in diesem hier. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Ja, da waren wir noch nicht. Oh, ist er wieder weg. Ah, da ist er wieder. So. Und da haben wir einen Holzbecher. Dann haben wir hier an der ein Wasser, noch ein Holzschälchen, noch eine Holzschale. Ja, so sieht das gut aus. Immer schöne Holzbecher für die Bauern. Also für das gewöhnliche Volk. Die Silberschalen und die Silber- und die Goldschalen, die waren ja alle nur fürs Obere. Viertel hätte ich beinahe gesagt. Dann gibt es hier noch ein Halbpflänzchen. Du, es wird dunkel, Dandolo. Wollen wir rüber zum, zum Jägerlager. Das heißt also, ich gehe alleine rüber. Ich habe, glaube ich, auch 12 wagende Fälle, wenn nicht sogar 13. Ich meine, ich hätte so. Da kann ich nämlich meinem Jäger hier, wie hieß der nochmal? Der hieß... Wie hieß er denn? Farel. Nee, auch nicht. Das war das mit dem...
Kumpel, der Henry braucht, also pass auf, du gehst mal, wo wollen wir uns treffen? Ach, weißt du was? Warte auf mich am Megalager. Warte auf mich. Ich gehe jetzt am besten alleine weiter. Gut. Dann zum Jägerlager. Warte auf mich im Lager der Jäger. Na gut, dann gehe ich mal los. Dann, Tolo, ich wette mit dir, ich bin schneller da als du. Oh, guck mal, wie gemütlich er da in den Sonnenuntergang wandert. Weil, ach ja, auf 4 habe ich das gelegt. Erstmal speichern. Jep, Koros Jägerlager und dum, bum, bum, bum. Wusch. So, na, Henry, da ist unser Henry. Und, Dandolo? Ist noch nicht da. Edge, ich war schneller. Ach, Enzo. Enzo, hast du mal wieder mit deinen Tränken experimentiert, oder was? Ja, alles klar. Henry, ich habe deine 12 lustigen Wagfälle. Ich habe deine 12 Wagfälle. Was? Du hast tatsächlich so viele Wagfunde erledigt? Ja, habe ich. Hier sind die Fälle. Großartig. Ich gebe dir pro Fell 10 Goldstücke. Macht also zusammen 120. Ach ja. Und was könnte man... Kannst du mir etwas verkaufen? Ihm dann kaufen? Schau mal, was ich habe. Oder ich verkaufe was bei von mir. Kann ja auch sein, dass ich irgendwas doppelt und dreifach habe. Hier zum Beispiel habe ich einen Bogen, der scheiße ist. Dann habe ich hier noch 2 Kurzbögen, na, die kannst du mal kriegen. Feuerpfeil, Pfeile normal, Bolzen, geschärfte Pfeile. Dann, was haben wir hier? Auch eine Sichel. Sichel geschärft. Ach so, okay. Ach, verkaufen wir einfach nur die. Ist denn eigentlich eine geschärfte Sichel wertvoller? Das weiß ich gar nicht. Soll es erstmal sein. Soll es erstmal so sein. Ja, dann. Wusstest du eigentlich, dass Chorus früher ein Piratenstützpunkt war? Das war eine ganz wilde Bande, kann ich dir sagen. Draufgänger und Halsabschneider. Bereit dir für einen Gott die Kehle durchzuschneiden. Sie haben mit ihren Schiffen die Gewässer um die Chorinseln unsicher gemacht. Mit Trommeln und Geheule näherten sie sich ihren Opfern, meist schwach bewaffnete Kaufmannsschiffe. Selbst eure Soldaten und Milizen wagten sich nur bis an die Zähne bewaffnet in diese Gegend. Oft hat ihnen auch das nichts genutzt. Irgendwann wurde es dem Statthalter von Korana zu bunt und er trommelte eine Expedition zusammen, um Chorus auszuräuchern. Viel Erfolg hatten sie nicht, da ihre schwerfälligen Schiffe schon lange vor der Ankunft gesichtet wurden. Die meisten Piraten sind entkommen. Zur Sicherheit richtete die Miliz jedoch eine Garnison auf Chorus ein. Die Überreste davon kannst du sehen, wenn du Richtung Dorf gehst. Ohne Stützpunkt allerdings zerstreuten sich die Piraten in alle 4 Winde und die Insel wurde wieder sicherer. Der Großvater von Tom war übrigens noch ein waschechter Pirat, so wie der alte Scarford. Sprich ihn aber bloß nicht darauf an, er ist nicht gerade stolz drauf. Scarford? Wer ist das? Ein Pirat, und zwar hier aus der Gegend. Er stammt ursprünglich aus Myrtana. Genaues weiß man nicht, aber es wird gemunkelt, dass er früher Soldat war. Auf jeden Fall schlägt er nur dazu, wo es sich lohnt. Meistens hat er die Erztransporte aus Korinis überfallen. Die kleinen Leute lässt er in Ruhe. Die Orks haben das geschafft, was eure Leute nicht geschafft haben, nämlich ihm ordentlich das Geschäft zu verhageln. Kein Vergleich zu Captain Swallow, der früher hier sein Unwesen trieb. Er segelte von Chorus aus sogar bis zu den südlichen Inseln und an die Küste von Varant. Ein ruchloser und goldgieriger Bursche. Seine Mannschaft stand ihnen nichts nach, aber auch er fand sein passendes Ende. Eines Nachts kam sein Schiff von einem Raubzug zurück nach Chorus. Die See war vom Sturm aufgepeitscht und so wagten sie es nicht, an Land zu gehen und setzten vor der Insel Anker. Doch eine gewaltige Welle riss den Kahn los und schleuderte ihn an den Strand. Ein paar Reste liegen da sogar noch. Aber das Beste kommt noch. Man erzählt sich, dass Swallow keine Ruhe findet und nachts aus seinem nassen Grab auf dem Meeresgrund emporsteigt und an Land kommt. Die Tochter von Tom hat sogar behauptet, sie hätte ihn in der Nähe der Brücke Richtung Strand durch das Wasser laufen sehen. Ist allerdings eine Weile her. Das sind natürlich Geschichten für Kinder, damit sie früh ins Bett gehen. Aber in jeder Geschichte steckt ein wahrer Kern. Ich wünsche dir also eine gute Nacht. Tja, wünsche ich dir ebenfalls. Na, das sind ja Aussichten. ach so, den könnte man. Kennst du vielleicht auch einen Piraten namens Mendoza? Nun, der Name sagt mir schon was. Ist ein ganz übler Halsabschneider, sage ich dir.
Aber hier bei den Chorinseln ist er bisher noch nicht aufgetaucht. Sein Revier sind die südlichen Inseln, obgleich er auch vor den Küsten Myrtanas gesichtet wurde. In Varant verkauft er Beute und Gefangene gerne an die Assassinen, wo die alten Teufel als Sklaven für diese schuften können. Er macht aber auch Geschäfte mit Trader, der auf irgendeiner Insel den Schmuggel im gesamten Myrtanischen Meer kontrolliert. Trader? Das Wort bedeutet doch Händler. Hat der Bursche keinen anderen Namen? Na klar hat er einen anderen Namen, doch den kennt wahrscheinlich nur er selbst. Oder seine Mutter, falls du die finden solltest. Auf jeden Fall ist er wohl der berüchtigste Hehler, den es weit und breit gibt. Alle größeren Banden machen mit ihm ihre Geschäfte. Aber das müsstest du als Soldat des Königs wohl am besten wissen. Klar habe ich schon von ihm gehört. Aber genaueres weiß man leider nicht über ihn. Tja, Soldat. Trader zur Strecke zu bringen wäre schon eine echte Herausforderung. Aber dasselbe gilt natürlich auch für Mendoza. Na, da du dich so gut mit Piraten auskennst, kannst du mir bestimmt auch etwas über einen Captain Raubein sagen. Na klar kenne ich den. Ist aber schon länger tot, der alte Gauner. Über den gibt's eine Menge zu berichten. Womit soll ich anfangen? Nun, mir würde es schon reichen, wenn du mir sagen könntest, wo er seine Schätze versteckt hat. Seine Schätze? Achso, ich verstehe. Kleiner Scherz, was? Also, wenn ich das wüsste, dann säße ich nicht mehr hier. Das kannst du mir glauben. Okay. Also, der alte Teufel, wo auf dem Text steht armer Teufel. Ja, das ist nur irgendwie, ist mir das aufgefallen im Dialogtext. Ja, dann haben wir ja unheimlich viel wieder an Informationen von Henry bekommen. Ja klar, die Waagfälle sind da. Pharrell ist noch zu retten. Wir haben ja die Strickleiter. Und wo bleibt denn mein alter... Da ist er schon. Mein Gott, ist er schnell. Hallo Dandolo, bist ja wieder hey. Da. Das ist gut. Aber ich möchte ganz gerne schlafen. Ich probiere es nochmal mit dem Schlafsack. Vielleicht funktioniert es ja diesmal. Man weiß es ja nicht. So, wo ist jetzt der lustige Schlafsack? Der ist hier. Nee, funktioniert wohl auf dieser Insel nicht. Sonst muss ich wieder zusehen, dass ich hier wieder rauskomme. Ja. Okay, das hat geklappt. Dann gucken wir mal ein Bettchen. Oh, nehmen wir mal das hier in der Ecke. Und dann machen wir bei Sonnenaufgang. Raus aus meinem Bett. Ja, ja. Ist gut. Gibt's denn eine neue Quest wegen der Piratengeschichten, die so der Herr... Nö. Stopp. Nee, gibt es nicht, oder? Irgendwie was mit Piraten. Kann ja sein. Piratengoblins, Piratengold, das könnte was sein. Aber ja, da ist es, Piratengold. Ja, Henry auf Groß konnte mir so ein Mendoza berichten. Er sollte leider nichts teilweise. Yep. Okay, ja. Dann wollen wir mal zu dieser Mine hin. Aber da muss ich ja selber runter. Ich lasse den Dandolo mal lecker stehen. Ein Abschiedsküsschen kriegt er jetzt nicht. So. Jetzt muss ich mich wieder orientieren. Wo war denn jetzt der Eingang zu der Kohlmine? Guck mal. Ich melde mich wieder, wenn ich sie gefunden habe. So, hier müsste sie sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, hier liegen schon mal die Steine. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir da mit der Strickleiter da runter können. Und wie das vor allem gelöst ist, das interessiert mich mal. Gucken. Winde wird nicht angezeigt. Vielleicht muss ich so eine Winde. Nee, die Winde funktioniert nicht. Nein, funktioniert nicht. Strickleiter. Mhm. Strickleiter. Jetzt wird's rätselhaft, Leute. Jetzt wird's rätselhaft. Gucken wir mal. Bei der Strickleiter gab es ja keine besonderen Zusatztexte, ne? Das war ja hier unten das Teil. Da ist er. Strickleiter. Vielleicht. Aha! Stand ich jetzt hier an der richtigen Stelle? Ich stand an der richtigen Stelle. Okay. Mal gucken. Okay, zwar wurde nichts eingezeigt, aber wir können hier lecker runter. Ja, klasse. Das finde ich gut. Wieder mal clever gemacht. Danke, herrlichst. Super.
Und hier unten liegt ein Ork und Kohle. Ein Ork-Krieger. Aber ich kann mich erinnern, dass zuerst... Oh, Kohleklumpen. Einfach mal hacken. Gucken wir mal. Kohlesplitter fliegen durch die Gegend. Ich kann mich erinnern, dass hier unten auch noch ein Minecrawler runtergefallen ist, der jetzt wohl weg ist. Ja gut, okay. Das ist halt eben... Was? Crush-Urrock. Das ist halt eben Gothic. Nur, manchmal sind sie weg. Nee. Und manchmal sind sie wieder da. Jetzt geht es noch da und hier geht es runter. Was verspricht hier interessanter zu werden? Also ich gehe als erstes mal hier in das Uninteressante hinein. Oh, ich dachte schon, da wäre was. Alles voller Spinnenweben. Gut, da gab es einen leichten Fehler. Also werde ich mich ein bisschen weiter unten halten. Damit hier nicht gespoilert wird, ne? Ach ja. Mhm, auch schön. Aber ich habe eine schöne, tolle Rüstung. Oh. Und eine Schallwaffe. Okay. Hier habe ich nicht so viel Platz gehabt zum Ausweichen. Mal braten, ja, lecker Fleisch. Die Grillsaison ist zwar schon vorbei, aber dieses schön herrlich grillgemusterte Fleisch tut gut. Ich kriege jetzt Hunger. So, machen wir es mal nach und nach. Ist das eng hier? Okay, das ist einer. Okay, auf der Anhöhe ist das immer gut. Komm. Nein. Ja, das hat doch geklappt. Mit ein bisschen Einbußen am Blut. Gibt's noch mehr? Oh, wo seid ihr denn? Nee, ne? Oh, hier gibt's noch einen Kohleklumpen. Und da links, da blinkt was Grünes. Und ich hoffe, dass es ein Permatrank ist. Ah. Gibt es jetzt für Kohle nämlich auch noch eine Special Fähigkeit? Muss ich schon mal googeln. Oh, klappt ja. Okay, ich will aber einfach nur mal meine Fähigkeit prüfen. Du bist ein ganz passabler Schürfer, 30%. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Kohle. Trank der Geschwindigkeit schon wieder. Kann ich nichts mit anfangen. Doch eh bald so ein Geschwindigkeitsring. Alter, ach shit! Alter, Schlüssel zu was? Ah, kennt ihr das? Ihr seid viel zu schnell. Ahabs Kajütenschlüssel. Ach so, den hätte er... jetzt weiß ich auch, was der Eintrag... Alter, aber da war irgendwas mit alter Schlüssel. Das... Hier. Nee. Alter Thronschlüssel Vergils Waldhaut. Nee, das ist er nicht. Menno. Ich will das wissen. Ich glaube, da stand einfach alter Schlüssel. Alter Schlüssel. Gehen wir mal gucken, bis es alter Schlüssel. Da, alter Schlüssel. Burg gemacht? Nein. Alter Schlüssel Bibliothek 1. Auch nicht. Alter Schlüssel Bibliothek 3. Schlüssel von Colvin. Aha. Schlüssel zum Marbots Zimmer, Schlüssel zum Alchemie, Schlüssel zum kleinen Hafenturm. Mensch, das war schon ein Schlüssel. Ne, hier. Alter Schlüssel aus Kohlenstollen. Ah, es steckt da irgendwo mittendrin. Gut, okay. Genug Zeit verplempert, meine ich. Noch mehr Kohle. Also, pass auf. Wir kommen hier hoch. Hier ist Dead End. Sackende Gasse, das heißt also, hier unten ist ganz viel los. Das heißt, ich muss den anderen Gang reingehen. Das mache ich mal wieder ganz alleine. Also, die Geschichte wird garantiert ganz nach unten führen. Oh, diese Musik, dieses Gedröhne, diese Vibration. Okay. Na, bist du ein Warrior? Nee, noch nicht so ganz.
Okay. Komm her. Ulla, du sollst nicht großartig Fackeln schwingen. Working on a coal mine. Da, 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 da. Also das ist eine riesen Kohlenmine. Wir kommen im Pit. Es ist wimmelt ja hier nur von Minecrawlern. Aber das geht runter hier. Oh, okay, da hinten muss ich rum, dann geht's hier runter. Ja, alles klar. Ah, hier haben wir auch noch was zu hacken. Habe ich hier auch noch was zu hacken? Nee, habe ich nichts vergessen. Kann ich mal hier weiter hacken. Also, läuft doch. Minecrawler. Kohle hacken. Ach hier, apropos Kohle. Kleiner Tipp. Kenne ich noch aus Kindertagen. Falls man irgendwie Flitzekacke hat, Kohlekompletten nehmen, entweder schlucken oder zerkleinern oder in Bananenbrei. Dann schmeckt das nicht so ekelhaft. Okay. Okay, genug mit meiner Alchemie. Machen wir erstmal hier ein bisschen Klarschiff. Ja, es sind viele Minecrawler hier zu vernichten und wenn ich so einigermaßen sie vernichtet habe und da unten schon ein Männchen steht, dann melde ich mich wieder, sonst ist es ein bisschen zu müßig, ne? Ihr wisst ja. Oder sollte ich doch noch ein bisschen weiter gucken, weil ich habe erst noch mal hier ein paar Sachen gesehen. Ach, das sind nur Dunkelpilze und ein Traumapilz. Oh, Buddlerfleisch. Ach, hier gibt es nur Pilze. Okidoki. Oh, ist eine Lore. Vielleicht ist da was versteckt in der Lore. Gucken wir mal nach. Na? Jesus! Wie nennt sich das? Jumpscare? Habe ich von einem Kollegen gehört. Mann, oh Mann, oh Mann. Da fliegt das Ding runter auf einmal. Sehr gut animiert. Ich muss schon sagen, Leute, wenn noch mehr davon kommt, Hut ab. Ja, zwei Stück. Nee, kein Bock. Okay, ihr wisst Bescheid. Ich mache die erstmal platt. Oh, hier gibt es ja noch einen Seiteneingang. Na komm her. Oh, nicht so viel. Okay. Bin gespannt, was in dem Seiteneingang so alles ist. Was ist hier? Ach, hier noch ein Kohleklumpen. Na, den werde ich nachher hacken. Ah, Mist. Diese Drohgebärden gefallen mir nicht. Manchmal machen sie lange Drohungen und dann kurze Drohungen. Na, wieso? Jetzt. So, da. Bisschen hier Feuer unterm Hintern setzen. Ach du liebes bisschen, auch das noch. Leute, nee. Ja, ja, wenn's. Ja, wieso habe ich denn jetzt meine Waffe gezogen? Ich wollte eigentlich was essen. Mann, oh Mann, oh Mann. Ach nee, jetzt habe ich schon Feuerpfeile und ich darf noch nicht mal gegrilltes Fleisch essen. So, das will ich jetzt aber tun. Nee, ich werde eine Buddel. Pulle Schluck trinken hier. Mann! Okay, wenn er da weiter stehen bleibt, er da von mir aus. Mir doch egal. Oh, der stürzt da gleich runter. Boah, das hätten wir so gut wie irgendwie möglich schon erledigt, glaube ich.
Okay, Leiche so hin. Er bleibt zum Glück auf dem Steg liegen. Ein Glück. Ja. Jetzt gucken, was. Warum habe ich denn jetzt eigentlich noch irgendwas? Ach so. Ich hatte einen Pfeil in der Hand, der brannte noch weiter. Okay. Jetzt gucken wir, was im Seiteneingang ist. Und wenn mich nicht alles täuscht, steht hier Tür. Das hört sich schlecht an. Oh, oh, oh. Ja, okay. Jetzt. Nein, immer noch nicht. Aber jetzt. Okay. War da jetzt nur ein Minecrawler da in dieser Höhle, in dieser Tür da? Wir wissen es nicht. Mumpfi Pupumpfi. Ach, das soll erstmal reichen hier. Das wird doch eine längere Exkursion, als ich dachte hier. Wenn ich jetzt hier nochmal rein muss. Ja, okay. Oh, wieso ist denn hier alles voller Spinnenweben? Man sieht ja nichts. Gott, sind wir hier bei The Monsters or what? Roland braucht noch viel zu viel Zeit, um das Schwert zurückzuführen. Das ist echt übelst. Wasserrohr. Wasserrohr? Hä? Wasserrohr. Okay. Ich habe, jetzt kann ich mich entsinnen, auf meinem YouTube-Kanal einen Eintrag eines Zuschauers gefunden, der gesagt hat, das seien Relikte aus einem anderen Spiel oder aus einer anderen Modifikation. Könnt ihr nochmal schreiben, wenn ihr so nett seid, und sagen, ob es wirklich was mit Wasserrohren zu tun gibt. Also ich melde mich wieder, wenn ich hier wieder da alles niedergemetzelt habe. Schon wieder eins dieser Biester. Oh, hab jetzt hier schon jede Menge genatzt und jetzt ist einer. Nee, du sollst. Jetzt ist da jemand, der ganz lustig. Ah, das ist Pharrell selber. Hier los, ich möchte. Ja, oh, jetzt so hat muss Pharrell mir die dann geben. Erfahrungspunkte genatzt. So, dafür wirst du jetzt büßen. Pharrell. Aha, der holt einfach mal so ab. Dann gehen wir mal gleich hinter ihm her. Oh, hier hast du ein schönes Bächlein. Ja, dann. Ach, wisst ihr was? Ich mach mal Schluss für diese Folge. Seid gespannt, bis zum nächsten Mal. Gebt mir einen Daumen, schreibt Kommentare und ich sage Tschüss.